Mittlerweile haben wir schon einen ganzen Pack von unterschiedlichen Büchern hier geschrieben, die es beim Reinhold Rossmann Verlag gibt. Wenn du wissen willst, welche Bücher das sind und ganz besonders, wenn auch du etwas zu Natur, Bushcraft, Survival, Kräuter weißt und kannst und vielleicht mit mir gemeinsam zusammenarbeiten willst und dein eigenes Buch im Reinhold Rossmann Verlag rausgeben willst, dann würde ich sagen, schau dir das Video bis zum Schluss an, denn es gibt sehr, sehr viel, einerseits, wenn du eine Leseratte bist, zu erfahren und auf der anderen Seite ja Informationen, wie auch du dein eigenes Buch rausbringen kannst. Wenn dir das interessiert, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Aldula.at. Es ist mir wieder eine Freude. Hinter mir die Kühe, wenn die vorbeikommen, schreck dich nicht, das ist bei uns einfach so. Ah, das ist ein wunderschönes Video, das ich da jetzt mache und ich freue mich auch schon richtig drauf, denn ich mag einerseits einmal präsentieren, was wir im René Rossmann Verlag schon an Büchern haben und ich mag dich bitten, wenn du dich dafür interessierst, selbst Outdoor-Autorin zu werden, Outdoor-Autorin zu werden, ja, dann schau dir das Video an, denn es gibt eine Möglichkeit, dein Projekt, dein eigenes Buch gemeinsam mit mir rauszubringen. Schauen wir es uns einmal an. Ich habe selbst angefangen zu schreiben und zwar diese zwei Bücher, die 10 Survival-Regeln und die 600 Survival-Tipps. Und das Ganze hier ist natürlich billigste Eigenwerbung, denn die Bücher gibt es natürlich, unten gebe ich da den Link, in meinen Shop auch zu kaufen. Es ist so, dass das meine ersten zwei Bücher waren. Dieses gibt es schon in der 4. Auflage, das in der 3. Auflage, obwohl noch 2. Auflage draufsteht, aber die 3. Auflage ist anders gemacht, aber vom Inhalt her gleich. Und das waren meine ersten Bücher. Das hier, diese 10 Survival-Regeln, gab es geschenkt eine Zeit lang. Da haben wir über 15.000 Stück draußen. Aber die haben wir nicht wirklich verkauft, sondern eben nur für eine Logistik und Handlungspauschale rausgegeben. Also es war ein Nullsummenspiel. Damit nichts verdient, aber meine Kosten waren damit gedeckt. Das ist dieses Buch hier. Das ist aber eher ein Heftchen, ein Büchlein. Und da geht es darum, 10 unumstößliche Survival-Regeln auf den Punkt zu bringen, die dir einen Handlungsrahmen geben sollen. Da geht es gar nicht so sehr um Technik, sondern um das Mindset, wie man über das denkt. Und dann haben wir auch hinten, wie man die ersten Wochen überlebt, was man tut und was man nicht tut. Das ist dieses Buch. Super Buch. Dann die 600 Survival-Tipps. Ja, das ist der Bestseller. Da sind 600 Tipps drinnen, die ich über die Zeit zusammengeschrieben habe. Und zwar wirklich konkret, was tue ich oder wie kann ich Wasser aufbereiten und so weiter mit Bildern, die ich auch selbst gemacht habe. Das heißt, es ist ein authentisches Buch aus meiner Praxis, aus meiner Erfahrung. So, das ist das hier. Und dann ist es eigentlich losgegangen. Und da habe ich dann gesehen, okay, es gibt hier Leute, die sehr viel wissen und sehr viel können, nämlich im Bereich Natur, Survival, Bushcraft, Wildnis, Kräuter, Selbstversorgung, Krisenvorbereitung etc. Und da haben wir dann das nächste Buch rausgebracht, gemeinsam mit der Manu Keiner, ja, die Selbstversorger-Pflanzenbibel. Das sind Pflanzen für einen Selbstversorgergarten, die den maximalen Kalorienausstoß bieten. Das Buch, ich will es jetzt nicht im Detail beschreiben, ist der 2. Bestseller, ist ein großartiges Buch, mehrere tausend Mal draußen und ist einfach super. Es ist ein wunderschönes Buch mit Fire and Forget Pflanzen, Hardcover, alles gedruckt in Österreich im René Rossmann Verlag. Und das war dann auch gleich der Ansatz, dass man sagt, okay, wenn man jetzt eine Ernte einfahren kann mit Fire and Forget Pflanzen und natürlich auch anderen, dann können wir auch gleich haltbar machen dazu machen. Und das bei dem habe ich sehr stark mitgewirkt, ja, auch sehr inhaltlich mitgewirkt. Da habe ich ein paar Erfahrungen von mir eingebracht, aber das Hauptlob gehört hier ganz einfach der Manu. Und das hat sie großartig gemacht. Es war wirklich sehr, sehr schön, wirklich sehr, sehr schön, ganz detailliert. Also wer das Buch hat, braucht kein anderes Haltbar-Machbuch mehr. Das war auch der Ansatz. Das heißt, bei all diesen Buchprojekten gibt es eine Idee, was ist das Ziel? Und wir differenzieren uns auch. Also einfach nur dasselbe noch einmal machen, ist langweilig, sondern es soll einen Mehrwert bieten. Ja, und da sind wir dann im Endeffekt weitergekommen. Wir haben dann noch einige andere Gartenbücher gemacht. Ich will jetzt gar nicht alle im Detail durchgehen. Ich sage sie nur ganz kurz. Das Kartoffelanbaubuch, Softcover, Tabak anbauen,
auch Softcover. Der Krisenselbstversorgergarten, ein Planung und Konzept und wie man das macht. Sehr viel vom Zweiten Weltkrieg gelernt, von den Briten, also von Großbritannien, denn die waren abgeschnitten und haben jeden Fleck nutzen müssen, um anzubauen. Und da haben wir uns sehr viel abgeschaut, nämlich das Buch ist Planung, Konzeption und Umsetzung vom Krisenselbstversorgergarten. Großartiges Buch. Und hier, das ist ein Aussaatkalender, denn einerseits, und das ist jetzt kurz nur inhaltlich und dann höre ich hier gleich auf, habe ich hier Feier- und Forget-Pflanzen dabei, aber die haben nur in einem ganz speziellen Zeitraum ihre Ernte. Und dazwischen ist sehr, sehr wenig. Und jetzt gibt es viele andere Aussaatkalender auch. Es ist jetzt kein, oh, das ist neu erfunden. Nein, sondern wir haben hier Pflanzen genommen, die für einen Selbstversorgergarten in der Krise gedacht sind. Also ein super Buch, damit du sagst, okay, ich habe jetzt Mai und da brauche ich, kann ich die und die Sachen anbauen, damit ich im versetzten Anbau immer ein bisschen Nahrung zur Verfügung habe. Das sind ist diese Serie hier. Dann haben wir eine andere Serie gemacht und zwar für die Kräuterpädagogik, für Kräuter. Das ist ja mein zweites Steckenpferd, denn ich bin da, das ist meine tiefste Überzeugung, dass ohne Pflanzen, wilde oder auch die Nutzpflanzen, wir Menschen einfach nicht überleben könnten. Und wir gehen so ganz häufig über dieses grüne Zeugs hinweg und beachten es gar nicht, obwohl es so wertvoll ist, obwohl es unsere Lebensgrundlage ist. Ohne Pflanzen geht gar nichts. Ja, auch heute nicht, besonders heute nicht. Nur sehen wir das noch nicht. Umso weiter der Fortschritt geht, umso mehr wir Automation haben, Robotik, Drohnen, Automation durch künstliche Intelligenz. Unser gesamter Fortschritt geht nach oben und ich finde das großartig. Ich nutze das natürlich selbst auch. Aber das bedeutet auch, umso weniger Kernkompetenz haben wir als Menschen. Und das kommt dann nachher noch. Bleibt dran, ich sage da nämlich noch was dazu. Und da gibt es das weitere Buch, den Bärlauch. Und das sind Bestimmungsbücher auf der einen Seite, wie man sie genau bestimmen kann, weil da haben sehr viele echt Angst vom Giersch. Wenn du ihn einmal wirklich gut kennst, ist es dann kein Problem mehr, aber vorher. Und das ist beim Bärlauch genauso, nur das ist bei mir jetzt ausverkauft, wir haben im Lager noch welche. Aber das ist die Pflanzenserie. Gut, na dann können wir gleich weitergehen, bleiben wir noch bei den Pflanzen. Das ist dieser Field Guide. Pflanzengifte und Giftpflanzen, das ist ein erster Versuch, aber das taugt mir total, diese Projekte. Da wird es ganz viele kleine, in sich abgeschnittene Projekte geben. Wie man mit Bowtrail, wie man mit Handtrail macht, Wetterzeichen, Wetterlesen, Orientierung und alles in solchen kleinen Büchlein, die man einstecken kann und mitnehmen kann. Das war jetzt einfach einmal ein Versuch, das haben wir mal ausprobiert, wir werden das noch verbessern oder ergänzen. Und da, das kann ich da gleich sagen, wird es einen ganzen Pack geben. Also wenn du da dazu was beizutragen hast, wir suchen Autoren, aber dazu komme ich auch noch. Und dann haben wir noch zwei Sachen, die auch sehr gut sind. Das eine ist, das haben wir auch hergeschenkt eine Zeit lang, Es liegt in deiner Natur, ja, vom Ovi. Ein steinzeitlicher Ansatz, ohne jetzt Paleo-Diät oder sonst irgendetwas, sondern er beschreibt hier, wie war es früher und wie ist es heute. Auch in Form einer wunderbaren Geschichte mit dem Uruk. Nämlich zum Beispiel, es geht jetzt gar nicht um Abnehmen per se, sondern es geht darum, früher hat man vorher die Arbeit gemacht und hat dann essen können, denn durch diese Arbeit, durch das Jagen, was ein gewisser Teil ist, aber das Größte ist eigentlich Sammeln draußen in der Natur, was man sammelt und sich zusammenholt, dadurch entsteht natürlich vorher die Arbeit und dann das Vergnügen, nämlich das Essen. Und wir ändern das durch unsere moderne Lebensweise und hier hat er sehr viele Tipps zusammengebaut. Ein großartiges Buch, gibt er natürlich unten eine Link, ist billig Eigenwerbung. Und er hat ein zweites gemacht, alles im Rainer-Rossmann Verlag, das ist das Wunschgewicht-Journal. Das kann man bei uns kaufen, aber eigentlich ist das für seine Kunden, nämlich er ist ein Personal Trainer und macht direkte Betreuung von Menschen, die fitter werden wollen oder abnehmen wollen. Er hat übrigens aktuell startet wieder eine Serie. Wenn du also dein Gewicht reduzieren willst, wenn du das verbessern willst, wenn du deine Fitness verbessern willst, gib da unten den Link zum Obi. Die Kunden bei ihm, Personal Training, wo er persönlich mit ihnen arbeitet, die kriegen dieses Buch und wir haben es auch mit dem Verlag für Leute, die einfach wissen wollen, wie Struktur, du brauchst immer Struktur. Ich habe gerade einen Call gehabt, einen Coaching ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber Leute, die ich zu Survival-Trainern ausbilde und treffen wir uns einmal in der Woche virtuell. Und da ist es so, dass mir die Teilnehmer gesagt haben beim Thema Wasser, es ist so schön, dass ich jetzt eine Struktur habe, wie ich das Thema sicheres Wasser angehen kann oder unsicheres Wasser. Und der Obi macht das mit diesem Buch ja auch, dass du Schritt für Schritt deine eigenen Gewohnheiten zusammenfasst und das in dein Wunschgewichtsjournal reinbringst. Das ist ein gutes Buch, gibt es auch bei uns im Shop. Und wie gesagt, schau bei seinem Coaching vorbei, das lohnt sich. Ich bin da jetzt dann im Juli startet das mit dabei. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil wir wollen fitter werden oder die Fitness weiter ausbauen. Und dann habe ich noch einen
Outdoor, nämlich den Bernhard Antes, der ist Künstler. Ich muss das wirklich so sagen. Berne, wenn du das Video siehst, du bist Künstler. Denn allein die Sachen, die er mit dem Leder herzaubern kann, ist großartig. Dieses Buch haben wir in Hardcover und A4 quer gemacht, weil das ist im Endeffekt eine Anleitung, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man seine eigenen Projekte umsetzen kann. Und er setzt es auch ein für seine Kurse, denn das sind die Kursunterlagen, die er den Kunden auch mitgibt bei seinen Kursen. Das ist großartig. Und das sind halt so unsere Bücher. Ja? Und jetzt ist es super, weil der Reini möchte noch viel, viel mehr Bücher hier machen. Und das hat auch einen Grund, das erzähle ich dir gleich. Und zwar zwei Gründe. Das ist einmal das eine. Wenn du selber auch in diesem Bereich was tun willst, dann spitz die Ohren, denn es lohnt sich. Ich habe zwei Aspekte, zwei Visionen, Missionen oder wie auch immer man das halt so nennen mag. Das ist gar nicht der Punkt. Das eine ist, dass ich so viele Menschen wie nur irgendwie möglich in eine Bereitschaft bringen mag. Und ihnen die Möglichkeit geben, unabhängiger zu sein. Selbstbestimmt nicht in Form von Ausdruck, sondern handlungsfähig zu bleiben. Denn, und jetzt komme ich zurück zu dem Beispiel, unser Fortschritt geht nach oben. Wir können immer mehr auslagern, unser Leben wird immer bequemer und ich finde das großartig. Ich nutze das selber auch. Aber wir werden dadurch immer angreifbarer. Wenn ich heute höre, dass in 15 Jahren die Autos zu einem großen Teil selbstfahrend sind, und das hört sich vielleicht für dich jetzt utopisch an, aber soll es 20 Jahre sein oder 30 Jahre, ich brauche keinen Führerschein mehr, sondern das Auto bringt mich überall hin. Das ist super, das ist eh schön. Mein Lebenskomfort steigt, ich bin produktiver oder ich bin entspannter. Super, aber was ist, wenn das Auto nicht funktioniert? Blackout, durch einen Sonnensturm, Terroranschlag, sonst irgendwas. Irgendwas geht halt nicht mehr. Dann stehe ich da und sage, ja, wie kann ich denn mit dem Auto fahren? Ich habe das ja nie gelernt. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Und jetzt geht es mir nicht darum, Leuten Autofahren beizubringen, sondern das hier sind alles Techniken, die unsere Vorfahren drauf hatten. Warum? Weil sie das zum Überleben gebraucht haben. Weil es ohne dem irgendwie nicht gegangen wäre. Weißt? Und wir haben das alles verloren, weil wir es nicht brauchen, weil es kommerziell uninteressant ist. Ja? Weil den Tabak baut eine Tabakfabrik an. Ein Garten, wer braucht einen Selbstversorgergarten? Das kaufe ich mir alles im Supermarkt. Kartoffeln, die brauche ich eh noch in die Erde geben und dann wachsen sie, habe ich gehört. Genau. Ja. Kaufe im Supermarkt. Oder Giftpflanzen, wer ist das grausliche Zeug hier überhaupt? Aber Dinge könnten sich ändern. Und wenn man dann nicht fit ist in diesem Wissen und diesen Erfahrungen, dann wird es eng. Das ist die eine Sache. Und ich möchte den Menschen, ich möchte so viele Menschen in die Bereitschaft bringen, wie nur geht, ihnen Möglichkeiten geben, handlungsfähig zu bleiben, und das ist eine Möglichkeit, sind diese Bücher. So, und der zweite Aspekt ist, und der ist auch sehr privat und sehr persönlich, ich möchte, dass diese Bücher in wenigen Jahren, und ich meine wirklich in sehr wenigen Jahren, von Menschen mit Behinderung verschickt werden. Aktuell verschicken wir das direkt aus unserem Lager und das bleibt auch so, es ist alles super, ich bin da top zufrieden. Der Punkt dabei ist aber ein anderer. Ich möchte, dass diese Bücher Menschen mit Behinderung rausschicken, weil ich habe aus persönlichen Gründen natürlich auch ein Interesse daran. Ich habe gemerkt, dass es für eine bestimmte Gruppe von Menschen mit Behinderung gar nicht so einfach ist, eine Arbeit zu bekommen. Wenn man unter Anführungszeichen nur, ich sage das wirklich unter Anführungszeichen, in einem Rollstuhl sitzt und nur körperlich behindert ist, dann ist es vielleicht einfacher, eine Arbeit zu bringen. Mit all den Problemen, die diese Menschen haben, ist keine Frage. Ja? Aber wenn du jetzt nicht produktiv sein kannst in Form von betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich produktiv, dann wird es schwierig, eine Arbeit zu bekommen. Und das möchte ich ändern mit einem sozialen Projekt. Wir arbeiten da schon dran und das ist jetzt nicht so, der Reini plaudert was beim Kaffee, sondern das setzen wir um. Nämlich, wir haben ja schon eine verdammt gute Basis, um das zu tun. Und diese Basis, ich verspreche dir, das, was der Reini Rossmann Verlag jetzt macht, das ist erst der Anfang. Und für das brauche ich dich. Ich brauche dich. Wenn du im Bereich Krisenvorbereitung, wenn du im Bereich Survival, Bushcraft, Wildnis, Kräuter, Handwerk, Jagd, Fischen, irgendwas in diesem Bereich wirklich etwas kannst und etwas weißt, dann bist du richtig bei mir. Denn dann kannst du gemeinsam mit mir dieses Projekt umsetzen und dein eigenes Buch hier auf YouTube und in meinem Shop sehen. Unser Ziel ist es, diesen Verlag, den wir auch personell jetzt ausbauen und erweitern, dazu zu bringen, dass der Verlag
die Nummer 1 in diesem Bereich ist. Wir sind ein Nischenverlag, ein kleiner Verlag. Es geht mir nicht darum, Romane zu machen oder Ratgeber für Frauen in den Wechseljahren, wobei das ein sehr wichtiges Thema ist, aber das ist nicht meine Kompetenz. Wir kümmern uns darum, Natur, alte Techniken, Survival Bushcraft, all das gehört alles zusammen. Zusammenzupacken und einen Spezialverlag zu machen, wo man nicht dran vorbeikommt, dass man sagt, okay, wenn ich zu dem Thema etwas wissen will, dann gehe ich zum Rainer Rossmann Verlag. Denn dort wird zu diesen Bereichen Wildnis, Natur, Krisenvorbereitung das Beste geboten, das es gibt. Und das werden wir schaffen. Nämlich einerseits aus zwei Gründen. Weil es wichtig ist, so viele Menschen wie nur irgendwie möglich in die Bereitschaft zu bringen. Und das Zweite ist, weil ich will, ja, dass einerseits mein Sohn, aber auch andere Menschen mit Behinderung eine Möglichkeit haben, eine sinnvolle, produktive Tätigkeit zu haben, Bücher zu verpacken, zu verschicken. Das ist großartig. Und da kannst du mitmachen. Einerseits, indem du ein Buch kaufst, wobei momentan ist das noch nicht so, aber das wird kommen, dass es Menschen mit besonderen Bedürfnissen verschicken und einpacken und die Auftragsabwicklung machen. Aber du kannst jetzt helfen, indem du dein Wissen, deine Erfahrungen aus diesem Bereich gemeinsam mit mir in ein Buch gießt, du als Autor, als Autorin in meinem Verlag präsentiert wirst und wieder ein Buch hast und die Menschen unabhängiger machst, handlungsfähiger machst, bereiter machst. Wenn dir das interessiert, dann schick uns eine E-Mail an shop@überlebenskunst.at. Wenn du schon ein Manuskript hast, ist das großartig. Wenn du das noch nicht hast, dann können wir auch sehr gerne deine Ideen, die du uns zusammenschreibst, schreib einfach einmal, was du willst. Wir haben kein Formular oder sowas, sondern wir wollen dich kennenlernen. Und dann schauen wir, ob wir dieses Projekt so einfasern, so zusammenbringen, wie es für dich passt und wie es für uns passt. Und dann bringen wir es gemeinsam raus. Nutz diese Chance, nutz diese Möglichkeit. Schau bei überlebenskunst.at, bewirb dich als Autor, als Autorin im Rainer Rossmann Verlag für Natur, Wildnis, Bushcraft, Krisenvorbereitung, Kräuter. All das, was Menschen wieder näher an die Natur bringt und ihnen Kernkompetenzen gibt, die ganz normal sind. Nämlich normal waren über die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende. Wenn dir das gefällt, gib dem Video Daumen nach oben oder nach unten. Wenn du jemanden kennst, der auch ein Buch rausbringen mag und in diesen Bereich reinpasst, dann leite das E-Mail weiter oder leite das Video per E-Mail weiter. Ich gebe da unten den Link in meinen Shop, wenn du das eine oder andere Buch erwerben willst. Ich gebe da auch den Link zum Programm vom OWE für Personal Training, wenn du dein Gewicht anpassen willst und verbessern willst. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Teil das Video, teil die Message. Ich bitte dich darum, Abo dalassen, da geht's direkt in meinen Shop. Schau auf Waldo Laboratorium vorbei. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao.